Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Deponia Doomsday. Beziehungsweise ich weiß jetzt, was wir machen müssen. Ich habe eben irgendwie 30 Minuten aufgenommen, habe halt die ganze Zeit nur das Gleiche gemacht, weil ich keine Ahnung hatte, wo ich hin muss, was ich jetzt drücken muss und dies, das und bla. Ich kann euch gleich mal zeigen, was ich alles... Was? Ach, geht jetzt nicht mehr? Okay. Ich kann euch gleich mal zeigen, was ich alles schon gemacht habe. Also, ich habe das gleiche gemacht, wie ich jetzt gerade auch mache. Bin halt einmal wieder in die Vergangenheit zu Goal gereist. Ich wusste doch, dass ich es ohne die Gebrauchsanleitung währenddessen habe ich Erdnüsse gegessen. So. Genau. Und dann habe ich die Milch in das Panel hier gestellt. Was uns dann in der Zukunft dazu bringt, dass es abgelaufen ist und zu Käse wird. So. Dieser Lolli, diesen Lolli können wir in die Ulysses Lunchbox packen. Und aus irgendeinem Grund macht das, glaube ich, dass Haftcreme im Badezimmer ist. Dann können wir das Heft austauschen. Das bringt uns dazu, dass der Bogen auf dem Boden liegt. Und jetzt können wir eigentlich schon warten. Genau. Überraschung! Dachtest du wirklich, du könntest dich hier vor uns verstecken? Ja, falsch gedacht. Eigentlich schon. Und jetzt bin ich dran mit Suchen. Wieder falsch. Du bist jetzt dran mit eliminiert werden. Und auch nö. Xorfix, wenn du das will ich aber eigentlich nicht. Mann. So. Soweit war ich auch schon. Dann war ich irgendwie noch 20 Mal in der Vergangenheit, in Zukunft und so. Also wir können jetzt halt die Brille nehmen. Da ist jetzt Haftcreme. Die können wir nehmen. Den Helm nehmen wir jetzt auch einfach noch mit. So. Jetzt wieder das Gleiche. Wir hauen ab, gehen raus, die rennen uns hinterher. Wir holen die Milch etc. Dann haben wir alles schon durch, ne? Moment mal eben, ich muss mich mal eben bei Steam wieder offline stellen. Milch mehr. Zack. Offline. Ja, bin ich. Gut. So, jetzt können wir hier reingehen. Oder hier rangehen. Und dort ist Milch. Beziehungsweise Käse mittlerweile. Wir nehmen den Bogen mit. Nehmen die Vase. Hoppla. Holen uns die Scherben. Nehmen die Kohlezange. Holen uns die Zeiger von der Uhr. Genau. Verbinden die Zeiger mit dem Bogen. Haben einen, ja, Pfeil mit Bogen. Nehmen den Käse. Verbinden ihn mit Pfeil und Bogen. Haben jetzt also Tachyon-Pfeile. Haftcreme auf die Scherben. Das scheint. Damit sie, ja, verbunden sind. Nehmen die, packen die Scherben auf die Brille. Und haben somit jetzt eine 4D-Brille. Jetzt gehen wir ins Badezimmer und nutzen hier die 4D-Brille. Und das habe ich die ganzen 30 Minuten nicht gemacht. Denn ich hatte keine Ahnung, dass es hier was bringt. Ich dachte, wir müssen das in der anderen Zeit machen. Ein Portal, woher auch immer ich das... Mann. Und wir schießen es rauf. Wir haben ein Portal, das irgendwo hinführt. Auf dem Klo fällt mir gerade so auf. Ha. So. Okay. Und jetzt kommt ein Minispiel. Soweit weiß ich. Mehr weiß ich jetzt nicht mehr. Schieße alle Portale auf und weiche ihn aus. Nein, ausweichen. Ausweichen. Das aufschießen und das aufschießen. Nein, komm. Aufschießen und das aufschießen. So. Okay. Ist ja leichter als erwartet, muss ich sagen.
So schon mal. Zack, weg. Nein, wo muss rein? Nein, 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 nein. Oi, oi, oi. Das ist Zeitverschwendung. Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Er ist garantiert am Boden zerschellt. Apropos Boden. Wo ist die Zukunft hin? Es sollte hier keinen Boden geben. Was haben wir nur übersehen? Wir müssen noch einmal zurück. Aber lass uns vorher noch mal um diese Ecke da gucken. Na gut, sicher ist sicher. Okay. Sieh mal einer an. Das ist doch unser Umux. Da versucht sich noch jemand in den Lauf der Dinge einzumischen. Der macht uns das aber sehr einfach. Komm, ich habe eine Idee. Achso, jetzt muss ich drücken. Achso. Ja, komm. Sehr gut. Rohr. Ah, ich muss weiter drücken. Oh, lol. Okay. Diesmal habe ich mir aber wirklich restlos alles gebrochen. Es war ja überfällig. Schmerzen. Ich glaube, ich werde. Ja, haben wir noch irgendwas anderes? Ein Hut vielleicht? Hut, 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 Hut. Seht ihr einen Hut? Ich sehe keinen Hut. Ich habe euch übrigens 30 Minuten voller Dummheit erspart, übrigens, so, ne? Nebenbei erwähnt. Mit letzter Kraft schaffte ich es auf die Rückbank und versteckte mich unter einer Decke im Staufach. Dann verlor ich das Bewusstsein. Und okay. Nun bist du auch hier gestrandet. Bravo. Kommt jetzt der Teil, wo das für uns von Nutzen ist? Ich glaube, ich verstehe es. Ihr wart doch bereits in Kuvak, als wir McChronicle in die Wüste geschickt haben. Dann wart ihr doch genauso da, als wir es eben nicht getan haben. Je nachdem, von welchem der beiden Durchgänge wir gerade sprechen. Rufus sitzt in beiden Versionen auf der Rückbank. Sowohl hier... Hallo. ...als auch in dem anderen Zeitstrang, wo McChronicle ungehindert in Kuvak eintreffen konnte. Du meinst... Er kaute also auch auf der Rückbank, als Rufus und McChronicle das Timepod stahlen? Und jetzt volle Kraft voraus! Ah. Ah. Ups, das war dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. So wie bei eurem Abstecher in die Ruinen des zukünftigen Elysium, genau. Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Ich glaube, du hast... Hm? Ach, egal. Schon okay. Feuerlöscher ist Feuerlöscher, ne? Ja. Er war da, als ihr Future Goal nach Elysium brachtet. Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel, okay? Wenn's sein muss. Was stellen wir als nächstes an? Und verschwand mit ihr in die Zwischenzeit. Krass. Aber das hieße ja... Hat hier jemand ein Taxi bestellt? Goal? Brauchst du eine extra Einladung? Na los, nimm meine Hand, schnell! Nein, warte noch! Huch! Tja, guck, guck, Überraschung! Rufus? Aber wie kommst du denn dahin? Das ist eine lange Geschichte, für die wir jetzt nicht so richtig Zeit haben, oder? Stimmt genau. Ich will euch davon abhalten, ein... Oh, guck mal, Barry. Hallo, Rufus. Ich will euch davon abhalten, einen großen Fehler zu begehen. Was auch immer ihr vorhabt. Es wird nicht gut ausgehen. Ach, denkst du das? Dann pass mal auf. Rufus, die Hand. Jetzt. Nein, stopp. Los, worauf wartest du? Hab dich. Goal. Ich fasse es einfach nicht. Wie kann es sein, dass du hier bist? Und wer ist der da? Also ich bin hier, um dich zu retten. Was er hier treibt, weiß der Teufel. Dann lasst es mich erklären. Ich bin gekommen, um euch zu warnen. Wovor? Dass du zugenommen hast? Da hätte auch eine Postkarte gereicht. Ich will euch davon abhalten, das Ende zu ruinieren. Halt doch die Schnauze. Haltet beide die Schnauze und helft mir endlich dabei, euch hier hochzubekommen. Halt! Aufhören! Lass den Mann los! Die Männer, vielmehr.
Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Wer zum Kuckuck seid ihr denn? Das hat dich nicht zu interessieren. Wichtig ist nur, dass du begreifst, was hier auf dem Spiel steht. Wenn du sie fallen lässt, werden wir dich in deine Zeit zurückbringen. Wenn du dich aber weigerst, bin ich gezwungen, das Seil zu kappen. Also zum letzten Mal. Lass sie los! Wer oder was zur Hölle ist das? Kein Schimmer, aber ich glaube, sie blöffen nur. Nein, das tun sie nicht. Goal, du kennst mich. Ich bin der Rufus, der dich aus deiner Zukunft gerettet hat. Aber diese Zukunft existiert nicht mehr. Das ist ja der Sinn der Aktion. Nein, du verstehst nicht. Irgendwie sind wir in eine Zeitschleife geraten. Wir müssen den Kreis durchbrechen. Zukunft? Ich höre immer Zukunft. Mal angenommen, du hast recht. Hast du einen Plan, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen? Nein, diesmal nicht. Nein, diesmal nicht. Ich habe einen. Zieh uns rauf. Dann treten wir diesen Elefanten in den breiten, rüsseligen Dickhäuterarsch. Das klingt doch mal nach einem Plan. Das ist kein Plan. Das ist Selbstmord. Seit wann kennst du den Unterschied? Seit wann ist das ein Unterschied? Ich weiß, dass sie ihre Drohung wahrmachen werden. Es ist bereits viele Male so passiert. Dann mach einen Gegenvorschlag. Aber beeil dich. Es sieht so aus, als gäbe es nur eines, was du tun kannst. Du musst loslassen. Okay, das kommt mir ein wenig extrem vor, aber solange es Teil eines weiteren brillanten Rufus-Manövers ist, soll's mir recht sein. Also, was hast du geplant? Park dein Hoverboard unter der nächsten Wolke? Hast du eine Pfeife, mit der du das Adlervolk rufen kannst? Oder nein? Halt, du hast uns alle durch Hologramme ausgetauscht, richtig? Komm schon, rück raus. Ich lasse los. Und dann, wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Gar nicht. Wir werden es nicht überleben. Was? Was soll denn das für ein Plan sein? Versteh doch. Es geht hier nicht darum, ihn oder mich zu retten. Was? Wieso? Seit wann das denn nicht? Wir sind bereits Geschichte. Aber für dich, Goal, gibt es noch eine Zukunft. Es tut mir leid, wenn ich dir falsche Hoffnungen gemacht habe. Uns beiden. Mach drei draus. Ich hätte dich niemals aus deiner Zukunft zurückholen dürfen. Ich wollte ein besseres Ende finden. Dabei hätte ich um ein Haar alles kaputt gemacht, was wir erreicht haben. Deponia befindet sich jetzt in einer Zeitschleife. Happy End? Fehlanzeige. Und das Ende, das ihr hier erzeugt, ist sogar das Schlimmste von allen. Ich wollte es euch nicht sagen, aber wenn ihr das hier durchzieht, wird Gold sterben. Nein. Oh doch. Und schlimmer noch, ich lasse mir einen Schnurrbart wachsen. Nein. Du lügst. Warum lügst du? Also... Gibt es keine Hoffnung für uns? Was geschehen ist, ist geschehen und man kann es unmöglich wieder rückgängig machen? Unsinn. Es gibt immer Hoffnung. Und man kann allerhand Dinge tun, die unmöglich sind. Das sollte man sogar. Tonnenweise und mehrmals am Tag. Man kann den Organon besiegen. Nach Elysium reisen. Einen praktischen Nutzen für Hutmode finden. Und Sterne vom Himmel holen. Selbst die Vergangenheit lässt sich bei Bedarf mal ändern. Aber wenn ihr all die coolen, unmöglichen Sachen... die ihr erreicht habt, rückgängig macht, dann müsst ihr sie alle nochmal machen. Nur sind sie dann nicht mehr ganz so cool und ganz so unmöglich. Versteht ihr? Wollt ihr wirklich verändern, was ihr zusammen erlebt habt? Die Welt immer wieder zerstören, nur um sie noch einmal retten zu können? Ihr habt zusammen für ein Ziel gekämpft. Wofür kämpft ihr, wenn es einfach niemals aufhört? Aber das hier ist euer Moment. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen kann. Und mir geht die Kraft aus. Haut rein! Nein! Nein! Was für ein Penner! Ja, nicht wahr? Was weiß der schon? Es gibt immer einen Weg, richtig? Komm schon, sag es. Wir schaffen das. Irgendwie... Ich glaube, er hat recht, Goal. Wäre doch blöd, wenn alles, was wir durchgemacht haben, nie passiert wäre. Habt ihr es bald da unten? Und überhaupt, die Vergangenheit ändern. Pff, das ist doch Kinderfufnix. Ja, wir haben viel unmöglichere Dinge gemacht. Wir haben deine Persönlichkeit gedrittelt. Dich geklont. Hallo. Dich geschrumpft und in Bosos Ohr gesteckt. Hä? Wann war das denn? Ach, da hast du geschlafen. Wichtig ist doch nur, dass wir eine prima Zeit zusammen haben. Ja. Die hatten wir. Nur das Unmöglichste von allem, das habe ich allein getan.
dich loslassen. Vielleicht ist das die eine Sache, die wir korrigieren sollten. Lass es uns zusammentun. Aber ich kann das nicht. Ja, unsere Geduld ist am Ende. Wir zählen jetzt bis Zux. Ongo, Bongo, Schnüx. Doppelschnüx. Ich hatte nie die Chance, mich zu verabschieden. Mach's gut, Rufus. Klobig 2. Es war lässig. Ube. Super lässig. Rauffang. Naso. Zux. Ach, schön. Obwohl, halt mal. Ich hab's schon mal gesagt. Alter. Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es herausgefordert und es wieder einmal ausmanövriert. Vielleicht schlagen wir uns ja doch ganz gut. Die Utopianer setzen mich in der Zeit ab, in der Rufus und McChronicle mich aufgelesen hatten. Natürlich war ich immer noch traurig, aber da war auch etwas Neues und Altes. Hoffnung. Ich dachte viel über den anderen Rufus nach. Hatte es auch eine andere Goal gegeben? Zu gern hätte ich mehr von ihren Abenteuern erfahren. Aber außer mir und den Utopianern wusste niemand, dass sie überhaupt existiert hatten. Und dass es vor allem nicht umsonst gewesen war. Außer in meiner Erinnerung hatten sie keine Spuren hinterlassen. Hä? Wie jetzt? Du hast recht, liebes Riese. War's das? Ähnlich weit. Moment. Das war's doch jetzt nicht, oder? Ich mach mal nur auf 8. Wie? War das? War. Hä? What? Das ist das Ende von Deponia? Oder gibt es mehr als nur ein Ending? Gibt es... Ich... Warte. Wir haben voll viele Achievements nicht bekommen. Wir haben noch ein Achievement freigeschalten. Moment. Deponia Doomsday. Welches Achievement habe ich denn gerade freigeschalten? Der Kreis schließt sich. Das ist das Ende. Wow. Ach komm, ich hab mir ein cooleres Ende vorgestellt. Das war's, Leute. Das ist das Ende. Leute. Das ist das Ende, Leute. Von Deponia Doomsday. Alter, war das ein geiles Game. So viel Verwirrung. Total der Mindfuck, dieses Game. Ich bin... trotzdem begeistert. Ohne Witz. Das war ein schönes Game, Leute, oder? Findet ihr nicht auch? Das war ein super schönes Game. Heilige Kacke. Heilige Kacke. Wow. Ich hoffe, es hat euch auch so gefallen wie mir, Leute. Gleich kommt noch die Endcard. Wir sehen uns bei das nächste Projekt wieder. Haut da rein. Du blickvernebeltes Miststück, kommst zurück, als wär das Ding noch nicht mit Karacho gegen die Wand gekachelt. Sprich, missglückt, ich muss hier wo mal eine Gedächtnislücke schließen.
Leben im Dreck hat dir nicht geschmeckt. Hast du nicht gecheckt, dass im Endeffekt alle Flüsse abwärts fließen, wie doppelt und dreifach bewiesen. Es ist doch längst evident, es gibt hier kein Happy End. Leb damit, Mana, kannst du noch so viel flennen. Es ist vorbei und ich seh keinen Sinn darin, Gedanken nachzuhängen. Wie geht da noch was? Und was wäre wohl, wenn?